Wüsste ich noch nicht. Oder was ist denn dein Maximum? Ich sag, mir ist das egal, sag ich. Meinst du, ja? Na, für den Schlag brauche ich ungefähr 3 Stunden, sagt er. 3 Stunden und 7 Minuten. Na, wenn mir egal, dann ist das ab. Dann brauche ich morgen nicht mehr her, Eiern, sag ich mal. Ja, dann hau ich dann ab und dann tanke ich morgen früh, das reicht dir dann auch aus. Alles klar, gut, dann bis dann, ne? Bis dann, ciao. Stullenbrett. Das ist echt ein Stullenbrett. Ich weiß gar nicht, sieht man den jetzt überhaupt? Kaufe nicht. Ja, doch, so ein bisschen sieht man, ja. Ach du Heilige, was? Ich pack das erstmal hier hinten. Das ist das Einzige, was du hast hier, eine Ablagemöglichkeit. Da hier hinten habe ich auch noch was. Ja. Ich muss mir das Ding hier erstmal begucken. Hier vorne ist ja Platz, aber das ist das Einzige, nicht hier so. Ja, das ist das Einzige. Wie groß hast du die Schriftgröße gemacht von deinem Tablet? Weiß ich nicht, machen wir mal so groß. Warum? Ich habe meine ein bisschen größer wie auf dem Telefon. Ich glaube, eine Schriftgröße größer. Mensch, oder so. Ich bin doch schon alt, Mensch. Da kann man doch nicht mal so richtig gucken. Das ist auch weiter weg wie meins. Naja, da habe ich hinten so eine Schraube geholt, weil das hat sie angeboten. Und habe ich da hinten ran gebaut. Kinga Ackerwanze, ich wusste. Ja, ja, da haben wir es wieder. Moin, moin, Christian. Kinga, das kann ich sogar lesen von hier. Ja, Mensch. Hat es im Augenarzt wirklich nicht. Ja, Poppy ist auch da. Moin, moin. Jetzt kommen sie alle. Naja, ne. Wollte ich eigentlich ein bisschen trollen. Wer kommt denn hier? Ne? Und dann, naja, wer Insta verfolgt, der weiß das. Ach so. Ich habe es vergessen, dich zu markieren. Deswegen hast du keine Benachrichtigung. Ach so, ja, das kann sein. Aber ich habe zumindest einen Screenshot gemacht vom Stream. Wer sich auskennt, der weiß, wo es hinging. Und bei mir im Discord habe ich das immer reingebracht. Genau, und dann kamen sie gleich mit der Nachricht. Everyone, bin gleich da. Der Weihnachtsmann, ja, so kann man das auch sehen. Der Weihnachtsmann. Heiko sagen, der Weihnachtsmann kommt vorbei. Ja. Möglich ist das. Irgendwann ist das so. Also zumindest die weißen Haare im Bart werden immer mehr. Oh, oh, oh. Ja, ja, von deiner Frau? Nö. Nö. Vielleicht guckst du es zu, ich würde nicht falsch sagen. Nee, die sagt auch nicht zu. Die ist da nicht so für. Für den Bart? Nee, ach, für den Bart, ja. Das ist ja sein Videos, ne? Ding fährt ein bisschen Hitzler, Junge. Das ist so, ja. Was ist denn hier? Nasse Stelle, oder? Ja, ich war mal nass gewesen. Beim Bestellen und dann lassen sie das mal so. Hier so auf den Thron, weißt du, wie die hier sitzt? Mit so einem alten Fan, so einem 800er, so einem Plane. Findest du? Ja, das ist so ein Schuldenbrett unterm Arsch. Das knarrt und quietscht genauso. Beim neuen Big M, da haben sie das auch nicht anders. Naja, sitzt du bei unserem Häcksler an dem neuen Sitz da? Nee, nehmen wir auf dem Beifahrersitz. Habt ihr nur eine Krone oder was? Ah, nee, in die Holland. Bei den großen, den neuen, zu Anfang Maisernte haben wir den neu gekriegt. So, das wundert mich, dass ich keine Krone habe. Ja, aber da fängt dann jetzt
Schau mal bei Viagra. Ach so, macht er wieder Werbung. Werbung. Christian, vielen Dank für die Werbung. Macht er alles. Die Kinder freuen sich. Apple ist der Mist hier wieder ab. Jetzt können wir die Rehe wieder laufen sehen. Also Kinder, solange sie Kinder drin schmeißen, ist mir alles egal. Der Tier kann dann auch noch egal sein. Also zumindest wenn es nicht groß ist, aber so kleine Sachen aus Metall, die stören den Hetzler nachher. Ja, das ist mir alles egal. Ist auch relativ sauber, das Zeug, ne? Also unsere steht nicht mehr ganz so schön. Die ist jetzt, ich weiß gar nicht, der dritte Jahr oder so, was die jetzt hier drauf? Mhm. Boah, da hat der einen Stein reingekippt hier. Aber gut, düngt ihr nichts? Nee, das, nee, überhaupt nicht. Nee, das wächst nur, oder? Das wächst nur, ja, das ist ja nicht düngen. Klar. PK. Was? PK-Dünger. Also sonst ist Stickstoffdüngung verboten auf Luzerne. Ja, nö. Ja. Feuer, erzähl nicht so viel. So, das sehen die doch auf dem Stream. Achso, eigentlich Stickstoffdüngung verboten. Ja, ich kann aber Dings wieder. Ich muss immer sagen, Bio und konventionell sind immer ganz zwei verschiedene Paar Schuhe. Naja. Hab ich schon mal mitgekriegt. Oh, was ist das? Da steht gar nichts. Das ist, da ist, da ist, hat doch neulich immer so viel Ringe, Tier. Ja, der soll runtergespült von der Straße. Dann hat der andere Seite geflücht. Ja. Und das hat alles von der Seite runtergespült hier. Sieht aber auch krass aus. Muss doch mal sagen, ist schon wieder gut durchgewachsen. Ja, also das Zeug wächst wie Unkraut, ne? Ja, oh. Deswegen haben wir da auch. Ja, wir mussten mal. Die haben Jucken gefressen. Ist denen doch egal. Ja, ich merke das. Krone ist, habt schon mal geschrieben, ist dabei. Man kann ja immer die Alte mitnehmen, habe ich dahin geschrieben. Und da haben sie geschrieben, ja, ja. Sag, warum nimmt man nicht einfach aus den großen Big X? Da ist das ein bisschen bequemer, weißt du? Ja. Nee, und naja. Wäre zu einfach. Boah. Rennstreifen hier, wa? Ja, da ist auch alles runtergespült, siehst du ja da. Guck, ich hab so ein richtig tolles Bild von der Erwischung. Eieiei. Einwandfrei. Boah, 188 Leute, oder? Ach, haben die gesehen? Ich hab schon so viele Stories drin. Das ist immer schrecklich. Deswegen mache ich das immer gar nicht gerne. Hi, moin, moin. Aber das ist, wie gesagt, zurzeit sehr ruhig und angenehm bei Twitch. Ja, ne? Du bist gar nicht mehr zugeschissen, überhaupt nicht. Nee, ich wollte sagen, das war unheimlich, wenn du das von früher so kennst. Ja, naja, ich muss aber auch sagen, heute Morgen war Hannes online, dann ist Jan jetzt online, Alex, Herr Kahn ist online, das merkst du. Und erst mal, die Massen verteilen auf. Ja. Wiesen, den haben wir auch schon 10 Jahre, die haben noch nicht den Ziel gewechselt. Na doch, öfters haben sie mal ihn gewechselt. Ja. Bei unseren guten Wiesen. Ja, du, wenn wir unsere Koboldwiesen mähen, dann ist die da doch nicht anders aus. Nee. Mit Trecker fährst du in den Kurven nicht so schnell. Mal. So an, ne? Ja, ja. Boah, sieht doch top aus. Sieht so an, als wenn vorne irgendwas die klappert hat. Da klappert die öfters mal. Aber das ist echt noch das ganz alte Patent mit diesen lustigen Gegendinger. Ja, ja, das sind noch die ganz alten. Also die waren genau so ein Ding haben die, wie gesagt, bei den Straußenfarmen hier. Bei Herr Gesine da. Ahlbeck heißt das Platz. Jo! Er hat gesagt, er kann ja auch den Schlag abmachen, hat er gesagt. Dann ist das 8. Ja, hat er gesagt. Ich habe gesagt, braucht 3 Stunden für den Schlag. Dann hat er gesagt, kannst du abmachen, wenn du willst. Dann brauchst du morgen mehr her. Ach so, ja. Naja, wie ist das? Ach so, ja. Mir ist das doch egal. Hau den Scheiß hier ab und dann ist gut.
Da müssen wir ja morgen den Rest eigentlich abkriegen. Na gut, alles klar, bis dann, hau rein. Hier wieder angerufen. Ach, der. Na, meinst du, naja, so schnell wirst du nicht rumfahren. Was hier mit dem Trecker? Naja, die geraden Enden, ja, da sitzt du auf jeden Fall. Also gut, du sitzt eh noch auf dem Sitz angenehmer. Aber die Ecken hier, da fährst du nicht so knass rum mit dem Trecker. Da musst du eben mal aussetzen. Also zumindest die erste Runde musst du eben mal neu ansetzen. Dann kriegst du so nicht. Wie gesagt, Hinterradlenkung und Vorderradlenkung macht einen Unterschied. Das ist so, ja. Also blöd sehr nicht. Ich schätze mal, 25, 30 cm hoch steht hier auf jeden Fall hier, würde ich mal so behaupten. Auf jeden Fall. Wenn ich das vom Chat her sehe. Ja. So, fahren wir bis dahin. B. Und geben Sie mir bitte die Linie. Ich sag ja, 35.000 km/h fährt der hier. Kommt dir das schnell vor? Ja. Naja, sitzt auf dem Beifahrersitz. Wenn ich sag mal, was fährst du jetzt? 20. Ja, so ungefähr. Dann kannst du mir die anderen Mähwerke hochfahren, aber wenn ich mir hinfahre, kriege ich meistens mal so die Koboldenwiesen. Es gibt auch keine Wiesen, wo du 20 fahren kannst. So was haben wir unten schon lange nicht mehr. 18 kannst du auch mal fahren. Je nachdem, wenn du Niedermoorflächen hast, die sind besser. Dann die ein bisschen nachgeben. Ja. Ackerfutter, aber das, wie gesagt, Ackerfutter bei uns, da fahren die auch mit 20 Sachen rüber. Wollte sagen. Die Luzerne mähen. Und muss immer dazu sagen, 28, ne? Ist irgendwann nachher durch die Aufbereiterwellen und die Bänder ist nachher, kommt die automatische Bremse. Ich habe mit 9 Meter, habe ich vorher mit 9,36 gemäht, permanent die Kupplung weggeflogen. Ach so? Naja, der Trecker hat nicht aufgehört, das ganz kurz gemerkt, hat er so, uff. Hm? Denn, ja, oh, schade, schon kaputt, Kupplung weg. Ah. Nachts schon die Qualm und die Stunken. Na, das fand ich auch so lustig, wo der von... Akima, Agrarservice aus Vorpommern, moin moin. Moppe, kennst du den auch? Ja, ja. Naja, kennen. Er war schon öfter im Chat und dann jedes Mal ist er vorbeigefahren. Da habe ich in Pase bei Gülle gefahren, an der Hauptstraße vorne bei Shell. Ja. Da ist er mit dem Trecker vorbeigehämmert. Was sagt Weyer zu seinen Fan besser, oder? Also, ich sitze hier noch ganz angenehm, wie gesagt. Außer da vorne, wo das Regenwasser langgelaufen ist, dann war das sehr unangenehm. Ja, wenn der geraden Ende kann ich ja mal fahren. Ich war jetzt vorher, wenn hier. Immer ruhig. Kamikaze-Maschine hier. So ähnlich wie mein Hexer damals. Obwohl ein Bremspedal, den Rest muss man feiern machen. Genau. Und du, das ist ja wie Fendt. Hier lässt du alles hoch und runter. Ja. Hier hast du Hangausgleich. Also, da hast du die einzelnen Mähwerke. Ja, da kannst du die einzelnen Mähwerke. Hier, na, der ist nicht belegt. Ja. Ja, hier machst du halt aus. Und hier ist Schnitthöhe 1 und 2, da kannst du belegen. Und hier ist ja auch die Autopilot. Ja, und das andere ist ja hier alte Fendt-Armlehne. Das ist alles Fendt, ja. Zweiergang, neutral. Und hinten ist er wie beim Fendt, ne? 1, 2, 3, 4. Ja, je nachdem, wie aggressiv der ziehen soll oder was. Komm auf 2. Weiter. Außer ich fahre Solo oder Strohtransport oder sowas, dann schiebe ich noch auf eine 3. Aber auf Straße mache ich manchmal 4. Wenn du manchmal Idioten vor dir hast, dann reagiert er besser. Ah, ist Luzerne, ich sag mal, Chat. Wie ist das da was ganz anderes? Ja. Das ist auf jeden Fall, muss ich dir sagen, im Schlepper wesentlich angenehmer. Hast du den Tankdeckel da vorne? Ja. Ein Kack, der muss doch jedes Mal da hochklappen. Na, und der Bluttank ist da, auf die Seite. Wäre doch mal schön, wenn mal was vernünftig wäre. Na, vor allem zu steil die Kurve. Naja, aber nimmt dein Sohn ja auch schon viel ab. Und so jetzt, wären wir morgen fertig. Hier Ende weiter weg, wo wir Winterfutter machen, was wir im Winter dann mit LKW holen und dann so den Freitag auch noch hier anfangen. Ich darf morgen, wahrscheinlich habe ich endlich mal wieder empfangen, darf ich denn der Rest in Grünland fahren. Oh. Und jetzt habe ich mit 4 Tage Wasser gefahren. Zu der Spritze oder was? Nee. Regenwasser und Jauch und so gekommen. Ach so was. Da muss er mal rausklappern, Schlauch ankuppeln. Oh, ist das nervig. Aber kannst du nicht ändern? Nö.
Ja, Alte sagt, fahr mal hin, ne? Alte, so alt ist mein Herr noch nicht. Der ist jünger wie ich. Ich wollte sagen, der ist doch erst, na, was war der, 35 vielleicht oder sogar? Nee, der ist jünger wie ich. Ja? Ja, ja. Ich bin ja erst 35, aber ist 2 Jahre jünger sogar. Der andere, den wir haben, der ist ein bisschen älter, der zweite Vorarbeiter. Boah, der ist ja für mich nicht so viel zuständig. Ist doch schon nach links in die Klemme mit dem Mikro. Eigentlich musst du den Bärtigen gut hören. Beschwer dich mal noch. Kennst du das Moppel? Na, gib mal Jan. Moin, moin. Moin. Das ist Moppel. Was? Moppel heißt der. Moppel. Der trinkt. Das muss. Scheiße, jetzt hat er. Da haben wir es wieder. Weg. Der trinkt gerne Gurkenwasser. Gurkenwasser? Naja, warum nicht? Er war doch mal hier bei unten hier in Spreewald gewesen, bei den Mädels mit Gurken pflücken. Ach so? Dann mal erzählt. Kommt vor, ne? Ja, ja. Ach nee. Ich hab ja heute früh, bevor du online gegangen bist, war ich ja erst bei Mad Max im Stream. Da hat er wieder seinen Rostock gebaut? Nee, nee, das Spiel. Hat er jetzt das Release raus? Ja, können wir jetzt Luzerne mähen. Klee. Hat er jetzt drauf. Aha. Also mit den anderen Krams haben sie da jetzt Mais Plus, haben sie da rausgebracht wieder? Mais Minus, ja. Ja, Mais Minus. Da kannst du jetzt wieder selber rumwirtschaften. Ich habe wieder, was ein Glück, meine alte Truppe. Anna wollten wir ja nicht mehr haben, die haben ja ausgemustert. Dein Gaming da? Day Night Gaming oder wie sie wieder ist? Ja. Haben sie ausgemustert? Warum das denn? Zu wenig Zeit. Das wissen wir doch, wenn man Landwirt ist, dass sie wenig Zeit haben. Ja. Jetzt sehen das doch in deinen Streams. Ja, dann hast du noch, hast du noch eine Frau und hast du ein Kind? Ich habe auch noch Haus und Hof. Haus und Hof? Naja, ne, was? Ist doch klar, dass man nicht so viel Zeit hat. Ja, Gurkenbomber. Ja, ja, Gurkenbomber. Ja. Nicht so. Wenn mit mal ein Stein geflogen kommt, den anderen nicht stehlen. Ja, da geht's schnell. Ja. Oben fahren, festhalten. Alter, Verwalter, ey. Ich sag, wenn die jetzt die Karre, ne? Ja, ja, aber kannst du mit Schlepper kannst du immer lieber gerade rausfahren. Wir können nur noch. Eine Runde mehr musst du sowieso fahren. Na, meinst du nicht, wenn ich die volle Arbeitsbreite fahre? Schaffst du? 24 Meter. Knapp ich. Weiß ich nicht. Also unsere fahren 4 Runden. Aber fahren dann wird immer 2 hintereinander, ne? Ja, die machen ja auch einen. Die machen ja auch mal 24 Meter vorher. Wenn wird ja nicht so spuckern, aber siehst du, hier fahr ich ja bloß 4 mal rum, ne? Ja gut, da kommt immer drauf an, ob du breit ablegst oder Dings, aber du bist halt mit dem Schlepper. Na gut, im Endeffekt kannst du sagen, du fährst jede zweite Runde, dann kannst du halt vorher Wände sparen, dann brauchst du nicht so breit machen. Na mal gucken, ich bin auch gespannt. Muss man sie ausprobieren, beim ersten Mal mähen brauchst du ein bisschen mehr Zeit. Aber wenn ihr eh mit Ackerfutter anfangt, dann kannst du dir das schon mal ganz gut ausprobieren. Ja, schön mal nicht so dran, wie dicht ich da fahren kann, ne? Wäre der mit dem Bänder gleich hinterher? Na klar, deswegen muss ich ja. Der kann immer nicht warten, deswegen muss ich dich ja mal gleich vernünftig abmähen. Ich sollte den Bärtigen im Dingsklemm haben, sie sagt. In deinem Bart sollte das Mikrofon klemmen. Ja, warum? Dann hört er gar nichts mehr außer rascheln. Dann hatten wir es schon mal mit Mikrofon im Bart. Hatte doch mein altes Mikro, hatte ich immer hier am T-Shirt. Ja. Und wenn mein Bart daran nicht kommt, dann hieß es immer dein Mikrofon rascheln. Nee, nicht, das war mein Bart. Ich bin so froh, dass ich da oben meine GoPro jetzt hab. Na, hier im Big M muss ich mit dem Mikro fahren, sonst verstehen sie den nicht. Aber einen Trecker, da kann ich über den GoPro Media Mod fahren. Das geht ganz gut. Muss ausprobieren. Ich weiß, bei Valtra hättest du das auch nicht probieren, Bro. Was schreibt Pio? Von wo kommt weniger? Er kommt mir bekannt vor, der meint bestimmt Weiher. Oh. Ja, Pio, das kann möglich sein. Ich bin der sonst immer mit der hässlichen grünen Gülletonne umherfährt. Pio ist ja der Verrückte, der haut immer so viel Zaps raus. Ja, ja, das habe ich schon mal mitgekriegt. Weil, genau. Ja, das wird immer besser. Aber heißt eigentlich Weiher. Ohne G. Ohne H. Nicht vergessen.
Ich habe echt schon mal überlegt, den Namen zu ändern. Den was denn? Keine Ahnung. Roberts Landwirtschaft. Nee, um Gottes Willen, ist ja nicht meine Landwirtschaft. Oder Borkenkäfer. Nee. Nee, das lassen wir lieber. Die Käfer lassen wir mal außen vor. Ist mir so dunkel hier. Ich hab das ja so, ich hab das ja auf Feld, schätze ich mal. Ja, manchmal verstellt sie das aber. Fanfare vor Präsident. Der Woppel hat schon wieder Gurkenwasser getrunken. Hat geklogen. Dass er wieder hier zusammenschreibt heute. Mal gucken. Ich hab ja letztes Mal bei der Vorführung von den neuen 700er Fan, habe ich ja gesessen, hab mir die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und hast du auch endlich wieder ein schöner weiterer Motor, ne? Du, die Motoren von den Karren sind geil. Das war mein. Ich hab ja einen Valtrei gehabt, einen S374. Ja. Also auch mit 400 und PS. Mhm. Und gezogen hat das tolle Dreckvieh. Der ist aber nachher auseinandergefallen. Da sind die Halter von der Blinker abgebrochen, die Spiegel sind abgefallen, die Kabinenfederung ist gebrochen und was weiß ich, die Klimaanlage, da hat oben aus dem Dach rausgesifft, immer auf der Armlehne, es hat Wasser aufgelaufen und so eine Dinger. Sogar von einem F? Ähnlich. Beim F hat auch immer Probleme mit Klimaanlage, das kriegen die nicht auf die Reihe. Nein, da haben die schon. Da habe ich ja dann angerufen, wo ich den MF gefahren hatte. Ich sage hier, ja, da sind sie schon beim Erproben. Sie haben schon neue Klimadings und bla. Die haben das aber nicht gekriegt, auch bei den neueren Modellen. Nee, kriegen sie nicht hin. Die neuen haben auch schon, der 8S hat auch schon ein paar Mal Probleme. Ja, immer. Wie gesagt, das ist, Klimaanlage kriegen die da nicht hin. Das ist so ein kleines Problem bei. Aber wie gesagt, Valtra und MF nehmen sie nicht viel. Problem ist, bei Valtra kriegst du, glaube ich, sogar optional auch bei MF zwei verschiedene Frontscheiben bestellt. Einmal die normale Frontscheibe und die Frontscheibe mit Aufpreis, der doppelt so dicke Glas, dann ist die Karre innen drinnen nur noch halb so laut. Ja, das weiß ich nur nicht, das haben wir nur nicht da drin. So was, also. Das Geile ist, finde ich, bei Valtra jetzt mit dem Fahrhebel und mit dem neuen Bedienterminal, ich hatte damals so ein kleines Terminal, da habe ich den ganzen Schlepper drüber bedient. Weißt du, hast du so auf die Armlehne gestarrt? Ja. Dann hast du auf deine Knöpfchen gedrückt, das ist jetzt schon ein bisschen angenehmer. Da war stolz die Bolle, ne? Ja, ja, Bio, genau. Aber da gibt ja viele Firmen. Ich wollte sagen. Aber wie gesagt, da durfte ich mir die Vorstellung angucken und dann wollte eigentlich Fotos machen und weiß ich was, aber ich war so mit den Typen vom Fett beschäftigt, die da erstmal voll zu sülzen, weil wir die Karre ja schon mal hatten. Mhm. Und dann habe ich erstmal so, hier, wie sieht das aus? Mein Kollege, der fährt ja den 936, den One. Der hat die erstmal voll gelatscht, weil die Armlehne so blöd ist. Das hat sich ja noch nicht geändert. Warum? Naja, da wenn ich fahre auf den Acker, ich schaffe es nicht, den Knopf zu treffen. Hm? Wie? Nee, weil dann alles so ein Herbenfeld sagt. Also perfekt ist das auch alles noch nicht. Geht grad. Grüne Käfer greifen wir hier an. Naja, das hast du von draußen mitgenommen. Stirb. Das ist wie eklig abends ist, den Dreck darunter zu machen, weil ich. Das bauen sie mir ja nicht anders. Ja, da wollte ich sagen. Ja auch alles dran hängen. Bloß das ist nicht so hoch. Und das Gute ist, wir haben Trecker mit. Umkehrlüfter. Das soll er ja auch kriegen. Das ist mit Mähen, sag mal, geht noch, aber spätestens wenn du das überbeständige Futter hast, hast du da keinen Bock mehr drauf. Und jetzt geht ab in Gra mit mir hier. Ach, nur habt ihr mal nicht so. Die Achse war aber drin. Ach, Quatsch. Das hab ich gemerkt. Verarschen kann es das. So. Der kann doch nicht warten, ne? Der Wenderfahrer. Mach Feuer. Stakete, wo ist er denn? So. Ja, da oben ist er schon. Der muss das Ding so ihn anpillen. Ist so. Hat Jimmy. Wir mähen unsere Funktion. Sie geht gerade um das vierte Mal nachher. Müsste jetzt auch das vierte Mal, ja. Wie ist das jetzt alles in eine Richtung? Ja, ist auch so wie drin, ne? Genau. Guter Acker wieder. Macht ihr hier Flügen vorher in Luzerne oder was? Ja, meistens tun sie Flügen, ja. Eigentlich ist es besser, weil der sauber ist, dann kommt die besser zu Potte. Mhm. Wenn, nämlich, wenn du Bio hast, dann ist das nicht so sauber. Nee? Und da hat die richtig zu kauern. Deswegen machen wir meist immer Kombifrucht. Na, war ja auch hier mit Hafer mit Luzerne. Haben wir auch gehabt mit Hafer. Aber ist er ab nächster ist das, oder ab nächster ist es auch verboten.
konventionell. Ja. Nicht im Bio. Das ist keine Frage, ne? Das ist teilweise echt das Lachhafte da dran. Aber dann, wenn die Stangen und so, dass die brechen, dann ist das. Oh, was für eine Leute. Was für eine Stange denn? Na, hier, die von der Mea da vorne. Ach, das ist ja auch schon eisig schweißt. Das ist bei unserem Ding auch nicht anders. Naja, was soll anders sein, ne? Naja, wir haben schon die stabileren, aber diese alten Bleche, die brechen bei uns immer. Aber wie gesagt, ist bei manchen Wiesentypen oder so, ist das nicht anders. Ja. Nee. Pio, falsche Richtung. Das geht genau in die andere Richtung. Aber dein Terminal, ne, das wirkt im Stream echt nicht so groß. Nee? Wie hier drinnen sitzt, das ist ein riesen Klopper. Das ist richtig geil, das Ding, Mann. Ja, da siehst du auf jeden Fall was drauf. Da brauchst du keine Sorgen. Da kannst du noch größer zoomen. Ja, gut. Das sieht so ähnlich aus wie dein Glas-Terminal. Das vom Glas, das ist ja auch so ähnlich, sag ich mal, nicht genau mal, so. Für dich, guck mal. Ja, ich für mich. Ich kann besser lesen wie du. Das kann also sein, ja. Nee, aber das ist total simpel für. Guck mal, dann hast du hier ein Menü und dann kann ja für jedermann, dann führt er durch jedes Menü durch. Erklärt er dir, ja, wie und was. Weißt du, wie das aussieht? Wie mein altes Terminal vom GPS, was ich auf dem Waldra hatte. Ja, das kann sein, da ja. Hatte ich ein Egnos-System drum. Gelben Pilz, keine Ahnung. Ja, von Top. Das, hier ja, steckt ja Topcon hinter. Ja, genau. Genau so ein Ding kann ich da drauf. Hat aber nie funktioniert. Das kannst du mal eine Runde fahren. Ach du Heilige, jetzt kann nur ein. Lass mich raten. Die Mähwerke gehen nicht aus, wenn du. Nö. Na, das ist ja auch mal was. Ja, nimm mal dein Mikrofon. So, hier oben. Ja, da musst du fahren, Boy. Ja. Sonst hau das nicht hin. Ach, da unten ist der. Jetzt drück ihn rennen. Jetzt lass ihn runter. Hier, ne? Ja, andersrum. Runter! Das schiebt nach vorne. Fahr noch langsam. Er ist noch schüchtern. Du hast die Federung noch komplett weich hier bei dem Sitz, ne? Klar, so gut federn. Ja, ich mach die hier immer nicht so doll, weil dann schlägt der nicht durch. Ach, mit Luzerne geht das. Ich hab ein bisschen über 80 Kilo, da muss man aufpassen. Ich bin meine 70. Ja, siehst du, jetzt musst du auch schon dichter gehen. Nee, ich kick gerade, was das für ein Tablet ist. Ein Samsung. Ja, nee. So. Tape A, wieso? Ja, klar, ja. Danke. Brauchst du mal wie beim Trecker, kannst gleich rumlenken. Ja. Du musst dich erst mal dran gewöhnen. Ja, bei dem Mäher, wenn du die nachher hast, kannst du das ja umstellen. ISO-Bus und Section Control. Ja, ja. Naja, da brauchst du eh nicht viel umstellen. Na. Ich habe ja auf meinem Schlepper, den ich jetzt habe, habe ich auch Section Control und variable Ausbringmenge und so ein Scheiß, das hat er ja auch alles drauf, aber so auf 20 guck mal ganz schnell. Da kriegt man gar nicht so mit, ne? Manni, der fährt auch mal einen Mähdrescher. So? Ja, irgendwann habe ich hier Manni, der Mähdrescherfahrer. Stimmt, du hast mit ihm telefoniert, ja, Mann. Ne? Ja, ja. Kommt immer der alte Move. Immer erst ja, das ist so. Da gewöhnt man sich dran. Ne? Wenn die keine Stopp, ne? Ja. Naja, Häcksler, ne? Das ist halt Hecklenker. Ja, ja, das macht viel aus. Ja, klar. Nee. Agrarservice aus Vorpommern. Ich übertreib das nicht. Neuen Ersatzfahrer. Mhm. Kann er mitnehmen, die Maschine? Nee. Kann er gern mitnehmen. Das lohnt für uns nicht. Den hat in den Moorwiesen ruckzuck versenken. Na, das geht schnell, ne? Wo denn die eine Wiese? Sag doch mal, Zucker rumbuddeln. Sieht nicht so aus. War irgendwie quer zur Leitspur. Die fahren auch, die fahren nicht quer rein hier. Ja? Ja, ja. Na, jetzt ist er nicht drin. Na, der ist auch noch nicht drin. Warum nicht? Du musst fahren. Er ist runter. Nee, der will nicht. Du
Ach so, nee, bist du nicht getappt? Jetzt. Quack, quack. Kack mir dann, dass er nicht drin ist. Was ist denn den? Aber der hat doch grüne Leuchten da oben. Ja, da musst du an unseren Sound hören. Miek, 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 quiek. Ja, dann haben wir unseren New Holland mit Häcksler und mit Maschan. Du musst erst. Ach so. Jetzt klick ihn an. Jetzt? Jetzt lenkt er, ja. Ist ja Spiel. Jetzt ist Mario wieder am Fahren, ja. Hahaha. Aber natürlich keine Tempomatenstufe, der du mal schieben musst, ne? Doch, kannst du machen. Ja. Und kannst ihm. Das ist echt wie. Kannst du wie beim Fendt. Kannst du sagen, hier, bis Eck. Sag jetzt mal, und dann. Ach so, ja, gut. Dann, aber ich meine, kannst du eben vorspeichern und dann einfach Klick machen? Nö, kannst du dann einfach zur Seite kloppen, wie beim Fendt. Also, weil die war die alten. Das wäre natürlich geil, wenn du zwei Tempomatenstufen hättest. Eine für Feuerwände. Du brauchst nicht mehr bremsen, drückst nur noch auf den Knopf. Zu viel Fortschritt. Ja, beim neuen kann man das wohl machen, habe ich da mal gelesen. Mit dem neuen würde ich bestimmt auch besser klarkommen. Das ist doch das gleiche, Mann. Nee. Mekum ist was anderes wie das hier. Ach so, ja, das ist richtig. Sieht gut aus, was der Heuwender da macht. Will der dann auch noch alles wenden? Ja, so bis 6 Uhr machen. Aber der macht bestimmt wieder länger. Aber der Geburt geht nicht richtig. Wieso nicht? Ist das schon zu spät? Ist schon 17 Uhr. Ja. Ja. Neuen Wichsen mit Isobus, die neuen Kombis, ne? Oder wieder die polnische? Nee, Bus normal. Der Rest macht der Schlepper bei uns. Hab ich den alten gezeigt? Hm? Was ist das für ein Scheiß, hat er gesagt. Und so ist schon immer. Die haben immer das normale gehabt, weil den Rest machst du mal einen Schlepper. Naja, klar. Ja gut, bei was hast du denn King Road? Das ist ja ein bisschen kacke, ne? Du hast ja für den hast du gewohnt, End. Ja, unser liegen da links, rechts. Joystick, grün und rot, hast du eine Einheit, also ein Mähwerk. Und dann kannst du auch immer Klick machen, dass beide Mähwerke immer gleichmäßig hochkommen. Also im Stream sieht das leichter aus. Ist doch ganz easy, oder nicht? Ich guck das nur noch, das reicht. Guck das nur. Na nun! Das ist eine gerade Strecke hier. Das ist kein Gulli. Nee, das ich hab schon mal für GPS gemäht. Bei einer anderen Firma. So, ist da irgendwo ein Gulli? Nee, da ist nichts. Schön mit 12 km/h ein Gulli, aber hier so ein Ring. Hab ich auch schon mal. Schön in die Gegend geschossen. Da war der Mähbike nachher hin gewesen. 7000 Euro weg. Nee, das hab ich nicht. Ich hab bloß 2 Mähteller. Muss ich die Stifte. Die haben sie hochgedreht gehabt, neue Stifte. Ach, das ist ja Glück, ja. Euch war das eine Scheiße gewesen, da hat sich auf den Schlag alles hingelegt. Ja. Ey, das war ein Dreck. Du musst kicken, wie du fährst, ne? Und da machen musst du auch. Ja, das ist schon wieder nicht. Maul dafür. Jetzt geht er wieder. Ich kicke immer auf die. Das ist bei mir bei Fendt. Ich gucke immer, aber ich habe das Terminal hier unten. Und dann hast du ja das grüne Lenkrad. Dann siehst du da unten ja auch. Von Kronen. Da, ja. Schieb mir mal nach vorne, dann fährst du bis 16. Immer noch 20 fahren. Aber Übersicht ist top, ne? Da gibt es nichts, ja, ne? Das, ja, aber wie gesagt, man muss sich dran gewöhnen. Das geht nachher mehr. Obwohl beim Schlepper, das ist nicht viel anders, weil das ja nicht so hoch ist. Aber du hast ja die 900er Decken drauf. Da hast du dann natürlich wieder das mit den, da die Kotflügel breiter sind. Obwohl die bei MF ja relativ gerade nach hinten unten gehen. Vorne hat er jetzt 10er oder so. Ja, 12. Das ist auf jeden Fall was, wo ich dich nicht beneide.
Was machst du denn immer? Ich schicke genau der Fehler sitzt vom Lenkrad. Nee, das ist eine. Der macht halt ja nicht. Frag mich um hier. Das liegt aber auch, ne? Was? Ja, das liegt aber auch schon ganz schön. Ein bisschen, ne? Das geht ja noch. Ich lass dir gleich wieder fahren. Wieso willst du mehr? Nee. Das reicht. Ich kann sagen, ist nicht meins. Aber bist mal Big M gefahren, kannst du ja, mal sagen. Kann ich jetzt von mir behaupten? Ja. Das sieht am besten aus. Das sieht einfach aus. Ja. Ein Stück kleiner ist das Ding gemeint. Jetzt kommt der Gulli. Wollen wir mal den Gulli wegmatchen? Jetzt schön beim Drehen. Was hat 13? 13,3 Zoll oder so, ja. Er ist nicht drin. Aber er hat noch grün geleuchtet. Das ist mir auch so ein Pappending. Bedienfehler. Jetzt. Was er möchte. Das ist halt beim Trecker, sehe ich die Achse, wie die rinlenkt. Da braucht man keinen Kopf, da weiß ich genau, dass er die Spur erkannt hat. Hat man nicht. Wenn man ein paar Mal macht, hat man dann auch in den Fuß. Ja, gut, das war's halt, aber. Vor allem, Ding sei, seit wann haben wir das gekriegt? Ich glaube, 17 oder so. Ja, dann ist aber ich muss aber lachen bei dem Move, dass du mir da links lenken willst. Ja, das ist halt. Drück ihn! Mutter! Nee, die Vergewaltigungslinie wäre, ne? Nur hier muss ich so lachen. Dann war ich meistens ruhig und er sagt, der Schlag 2 oder wie der heißt, sagt zum Landmann, das ist das allerletzte. Und er sagt, nee, dann kam er zu mir an. Da hast du recht, das ist echt das allerletzte. Ich wollte erst sagen, also so ein Typ mit so einer Hand und so richtig auf Bär. Ja. Da wollte ich erst sagen, wer hat denn da Land hier gemacht? Weil ich gerade sag mal, die was nicht. Nee. Der hat also doppelt da einen Arbeitsbreitenwald oder was? Der hier? Nee, der da. 12 Meter 30 oder so? Ja, der fährt auch nicht, der fährt auch seine 50 km/h. Also der fährt nicht langsam mit dem Ding. Da kann ich gleich mal eine Zigarettenpause machen. Willst du in den Rohren gehen oder was? Ach nee, ich rauche auch nicht. Ich meine er. Ach, der raucht auch nicht mehr. Das ist teuer geworden. Das ist aber auch echt ruhig hier im Stream. Ja, sag ich doch. Das ist schön abgemeldet. Kannst du in der Nase bohren, dann sieht fast keiner. Doch, das würde ich auch freuen. Was hast du denn da? Glaub mir mal. Hey, kannst du jetzt den noch hoch und dann kannst du da wieder durchfahren, oder was? Hast du schon lange Enden, ja. Machst du denn immer erst den kurzen Enden weg, oder machst ja, du den? Ja, kurzen Enden und dann habe ich mir da durch. Hallo? Ja. Schon wieder eine EP. Schafft er da? Sag mal nacharbeiten. Guck. Ah, Lena, abnahmen. Ist das Robert? Bist du Robert? Ja, Werner. Moin, moin. Der wollte das ja unbedingt sehen. Ach so. Der ist ja auch bei mir im Discord. Aber naja, man hat ja nicht immer gleich Zeit, wenn so eine Benachrichtigung kommt. Schneller 20 fahren. Ich will noch heute wirklich Feierabend machen. Immer Gummi geben mit dem Ding hier auf Luciane. Mehr geht doch nicht, ne? Nee, das geht nicht. Ende? Aber heute hat er schon immer Mucken gemacht mit dem Fahrantrieb. Jetzt schon wieder hinten. Sag, oh. Wollte wieder in die Fahrt, die Sau.
wieder neu starten, dann geht wieder. Ja, über die Mikrofone hatte ich auch was nachgedacht, weil bei mir mal nicht hingehauen hat. Aber. Ich hab die auch nur. Ihm hier. Hey Pio, du Verrückter, danke für dein Abo. Weil die Karre ja so laut ist und die. Ja. Die Karre ist einfach zu laut und deswegen hab ich mir die damals hier angeschafft. Du musst nicht viel Platz eigentlich. Bis jetzt immer noch, was wir hier machen können. Naja, aber hast du mir Beinfreiheit wie eine Glaskabine? Ja. Was ist hier los? Überschwemmung. Hier ist nichts überschwemmt. Ich muss ja gleich vernünftig hier nacharbeiten, sonst fährt er da mit den Rändern durch. So? Ja, deswegen sage ich jetzt ja recht. Ja. Bleib mir wieder bloß 5 mm stehen, ne? Da kennst du doch, oder? Da müssen wir gleich nacharbeiten, sonst. Ja, kennt er nichts. Und der Mutter so, ich war doch mal im Streifen. Andersrum. Jetzt wieder rüber. An die Rinne geklickt. Und runter. Und Gummi. Yeah. Das ist mit Trecker einfacher. Klick, 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 zack. Und dann wäre wieder gut. Ja, gut. Und wenn du das Ding ist halt. Immer nach vorne schieben. Du musst dich dran gewöhnen, ne? Ach, der Mann. Also mit dem Trecker, dadurch, dass ich den Joystick jetzt seit 8 Jahren habe, ich kenne jeden Knopf, dann mache ich so. Das mache ich ja auch. Beim Güllefass. Ja, beim Terminal auch schon. Die 3 Jahre jetzt. Ja, der Mensch ist nicht wohnheizt hier, ne? Ja. Was ist das hier? LS Swiss Farmer. Moin, moin. Moin. Ein Mann, ein Wort. Naja, Werner, ich hab ihn probiert, ne? Und das sind jetzt die letzten 10 Tage. Was willst du machen? Genau. Da hab ich zugesehen, dass ich heute Mittagspause durchfahre und dann hab ich mir gedacht, fährst du erstmal schnell hierher. Nur für euch. Damit ich nochmal vergewaltigt werde hier. Geht doch noch auf den Sitz da. Ja, den, der auch kann hier ganz angenehm. Außer dass die da hinten kein Platz mehr ist. Aber ich würde eh gerade sitzen hier drin. Ich hätte das nicht so. Nee? Nee. Ja, hat ja seine Bedürfnisse, ne? Oh. Oh, jetzt fahren wir durch die Bäume mal gucken, ob wir die auch abkriegen. Oh, 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 oh. Das ist auch so eine schöne Furche. Kannst du nicht schlafen? Das ist auch gut. Auf eine Art ist ja gut. Komm, mega nett. Yeah. Was ist dir? Ihr müsst echt alles anbinden drin, Junge. Jetzt steht er schon. Ach, das sagt er nicht. Oder warum wäre aber das denn gewesen? Der Bärtige war da, der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann. Ah, Fusi ist auch da. Moin, moin. Moin. Ja, Werner ist stolz auf mich. Na, wenigstens einer. Immerhin, ne? Merzi hat auf jeden Fall was zu lachen hier. Ja, gleich wieder beim Drehen spätestens. Wenn der GPS nicht so viel will, wie er will. Nee, absolut nicht. Der ist nicht empfindlich genug. Da bist du wohl noch nicht mit den neuen Glasbuchten gefahren, wa? Nee. Ja, doch, ich hab mal einen älteren habe ich mal gefahren. 950er Axion habe ich mal gefahren beim Probern. Als Probe. Aber soll ich sagen, ich hätte mich. Die Firma hat sich dagegen entschieden. Hat ein Fendi gekauft. Na, so Papa mal wieder. Ja. Lass mal den fahren, der mehr Ahnung hat. Jetzt hab ich das Mikro. Genau, jetzt kannst du. So, festhalten. Furche. Alter Verwalter. Warte. Hier merkst du das Beschleunigen, merkst du hier auf dem Sitz anders. Ja? Ja. Oder bloß, weil du den ja immer gleich nach vorne. Ja, der muss Gummi kriegen. Ja, das hab ich auch beim Heupressen gemacht. So, die Armlehne hatte ich das erste Jahr auf der Firma, 4 Wochen am Stück. 7-14er. Dann Heupressen mit Rundbeinpressen. Weißt du, was falsch gemacht hast?
Der ganze Alter hat ja noch den von Trecker drin gehabt hier. Ja, und den haben die da, war mit Spannzusammenführung. Deshalb wegen am 2 noch. Ja, ja. Den. Das ist ja ganz anders. Noch keine Ahnung. Ja, sieht ja ähnlich aus. Ich weiß, wie gesagt, der hatte auch, ja, wo die den gekriegt haben, gleich das erste Jahr hat er was mit dem Fahrantrieb gehabt. Echt? Aber der war auch, der war ja kein neuer, der war ja gebrauchter. Und die haben ja noch einen alten 800er Jaguar, so einen muckligen 20 km/h, den bringen die auch immer nach Hasleben zur Werkstatt. Alle ihre Gurken, außer den Big M, der geht hier nach Löcknitz zu Madiro. Ey, da hier. Ja, und Schwung. Hast du hier die Superstellen? Er wird da doch besser. Mamma mia. Drillt ihr mit Scheibenvorsatz, ne? Oder macht ihr hier bei Luzern noch irgendwas anderes außer Flügen? Da haben wir so eine ganz alte Akkord noch. Ach du Heilige. Die ist nur für Luzern. Die Holland? Ja. T7. Hat drinnen gesessen. Schön viel Platz drinnen. Ja, auch schön gute Verarbeitung, ne? Schön. Verarbeitung finde ich jetzt nicht so gut in die Bucht. Doch, das geht schon. Ah. Das Schlimme finde ich diese Terminal hier in der Mitte. Ach so. Das ist ja wohl lustig gewöhnungsbedürftig. Ich hörte 850er Jaguar, der nach Hasselheim geht. Ja, er fährt auch öfter nach Hasselheim. Ja, irgendwann haben sie euch erzählt, da war so ein alter 800, haben sie auch erzählt von der Arbeit durch. So ein alter 840er, ich weiß nicht, was er erzählt hat. Also die Kar war unter aller Sau, haben sie gesagt. Ach so, nee, der andere ist eigentlich gepflegt. Ja? Da fährt nur ein Fahrer mit. Und das schon seit zig Jahren. Wie weit bist du in den Fahrer, musst du mir fragen, Werner? Wie weit? Lass mich überlegen, 36 Kilometer hat er angezeigt von Arbeit aus. 36, na, ein paar Kilometer bin ich schon gefahren, bis ich Internet hatte. Das ist ja immer so das Schlimme. Wenn ich denn meinen Router nicht hab, seitdem ich aber meine neuen Antennen auf dem Dach hab, ist der Empfang besser geworden. Ich hab mir jetzt zwei neue Antennen gekauft. Also die hängen oben an der Kabine dran und seitdem ist der Empfang besser. Ich muss auch mit dem Tablet wieder, dann ist eigentlich ganz gut hier. Gar nicht, kannst vergessen. Brauch ich den nicht. Also mit dem Handy, wenn du das so ab und zu hast, kriegst du nicht mal 4G. Ja, der hat jetzt hier 4G, ja. Oh, ich komme hier mit dem Handy, wirst du über 5G kriegen. Ja, aber wie gesagt, kannst vergessen. Steht immer nicht, nach 5G, aber. Nicht in eine Keuchhose da hinten bei uns. Dann kannst du abhaken. Oh, da kommt noch was. Was ist da denn? Knicklenker. Das ist Knicklenker. Ah, hallo. Das fährt eine alte. Na, echt? Ja. Du bist ja neugierig. Schade, wir sind gerade nicht da oben. Was hat die denn hinten dran? In Europa? Anna hat eine Scheibenenge dran gehabt. Das ist zu langsam, der fährt bloß 40. So, die kannst du bei uns auf der Firma auch machen. Da haben sie nur drüber gemeckert und geschimpft über den Dreck auf. Pass auf, du schmeißt jetzt weg. Die ist auch nicht groß. Nee. Die ist echt bloß 1,50. Naja. So 1,65 ist so hoch. Ich hab früher auch mal auf Kotz gearbeitet. Aha. Gelernt. Naja. Manni hat wieder heilig hier. Wenn ich bald Feierabend. Hey du Strolch! Pass auf, bis heute bis 8 Uhr gehört. Ihr seht uns gleich mit dem. Passt schon. Brauchst du wenigstens auf der Baustelle? So eine schöne Jacke hat er an. Haben wir auch von der Firma aus. Wir nicht. Ich hab's auch noch nicht. Da arbeite ich noch nicht lange genug da. Oh, dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ah! Passt so auf? Was? Nö, die waren heute da weh. Kinderbespaßung. Wisst ihr, wie das ist an den Ferien? Ja. Stimmt, wenn komplizierte Ferien ist egal. Ja, ja. Naja. Wenn man das nicht mehr braucht, ist das halb so wild. Aber sofern man dann spätestens ein Kind hat, wird wieder zur Schule geht, dann weiß man das. Dann weiß man das, wollte ich sagen. Ne? Haben wir hier noch zu tun? 2:35. Das
so lange haben die Steine gesammelt? Die haben doch nicht mal alle. Ja, die habe ich da oben stehen sehen. Ja, bis um, guck mal, jetzt kommt bis um, fast bis um 60 Steine gesammelt. Ja. Der Anhänger ist voll. Ich hab auch gleich, hab Feierabend, würde er sagen. Ja, klar, der würde auch sagen, ich hab auch gleich einen Platten. Ja. Und du mich noch hin. Das ist das Einzige, denke ich mal, was du vermissen wirst. Warte, meine das Lebendigkeit. Ja, das Kabel fahren oder so, weiß ich. Aber ich meine ganz viel, wenn du nicht auf Band packen musst, also wenn ihr nicht zusammenschmeißt, wenn du machst Breitablage, ist halt irgendwie gesprungen, da kannst du fahren, wie du willst, aber mit Bänder fährst, musst du natürlich ein bisschen gucken. Gut, wenn du alleine unterwegs bist, ist auch noch nicht so schlimm. Fährst du das eine Richtung, dann drehst du und fährst die andere Richtung. Immer entgegengesetzt, da brauchst du nicht mal die Bänder umklappen. Das ist halt so. Aber ich muss sagen, das ist ganz angenehm hier. Luciano? Also, nee, ich meine so jetzt vom Sitzen her auch. Ja. Weil Beine lang machen kannst du. So, ja. Ich sitze ja bei mir im Trecker, habe ich ja die Füße immer oben auf dem Gaspedal drauf, wenn ich nichts mache. Da habe ich auch den Laptop in der Ecke hingebaut, damit ich da auch immer hinkicken kann. Wo hatte ich dann immer links? Da ich immer links, rechts, Tablet, links, Laptop. Beim Großmafia hatte ich auf dem Beifahrer sitzen, dann wieder rein. Hatte ich auch, hat mir aber genervt. Ich kann ja vor 17, 19 Zoll Ding da rumstehen, das ging gar nicht. Du bist so gerade mal so hin und raus. Wenn du immer hier insteigen musstest und aussteigen musstest beim Schlauch ankuppeln für Güllefass im Frühjahr, Katastrophe. Jetzt habe ich da 15 Zoll, das ist alles gut, das passt. Aber der ist trotzdem echt nochmal eine Nummer winziger. Ach, den habe ich ja gekauft, wenn er beim McCann-Perfekt auf dem Beifahrersitz passt. Ja, ja. Wegen Ansteigen und so. Hätte man mal wissen sollen, ne? Wenn das nur noch ein Jahr gewesen wäre. Ja, ja. Und dann jetzt ein paar Euro gespart. Ist da der andere hier, der Harald? Der streamt ja auch Landwirtschaft, der ist ein bisschen älter, ja. Ach, der den habe ich ja meinen Laptop empfohlen. Der hat ja denselben gekauft. Glaube ich, wenn ich das richtig mit ihm kriege. Und dem habe ich auch so ein bisschen mit der Einstellung. Was ich aber wieder ändern muss, ich muss bei mir durch die neuen Antennen habe ich so stark schwankenden Empfang. Und der kommt ganz schnell teilweise auch wieder. Ich muss jetzt die Häkchen bei OBS wieder hinmachen. Ach so? Ansonsten, weil er den Stream ja aufpuffert. Das macht er jetzt nicht mehr, jetzt hängt sich der Server dann zu Hause auf. Ah, oh, nö, bei mir geht das jetzt. Wenn wir es vorher gemacht haben. Ja, wie gesagt, also wenn das wirklich komplett weggeht, also fast komplett weggeht und dann wiederkommt, geht das. Aber wenn das so wie bei mir jetzt runtergeht auf 700, dann würde er ja sagen, alles klar, ich schalte jetzt um. Und dann schaltet er wieder hoch und dann kannst du das vergessen, dann hängt sich der Server auf, weil ich letztes Mal hat. Das Geile ist, da hat sich das Ding so aufgehängt, dass sich selbst der Laptop zu Hause aufgehängt hat. Hatte Glück, dass meine Madame zu Hause war, aber hat nichts gebracht. Der Laptop hat keinen Bock mehr gehabt. Ja, wenn er nicht will, will er nicht, ne? Ich habe zu Hause auch einen Laptop, den alten, den ich im Schlepper hatte, den habe ich jetzt zu Hause als Server laufen, weil ich mir gesagt habe, wofür soll ich einen Rechner mit zwei Monitore und weiß ich was alles da dudeln haben, bloß als Server? Nee. Ja, bei mir ist er aktuell so, ist ja zu Hause an, ne? Naja, und wie gesagt, ich hab einen Laptop, der braucht halt ein bisschen weniger Saft dafür. Für den scheiß Server reicht er allemal. Aber pass mal an Bahn, jetzt geht los. Und wo ist Ene? Hast du wenigstens zwei bestellt?
Ja, ist original. Das ist auch mein. Das ist auch mein das ist dein Alter. Ja, dem kommt ja nächste auch noch. Ja, ja. Im Frühjahr, ja. Der andere hat zwei dran. Ich hoffe ja mal, dass ich noch einen neuen kriege. Vor Winter. Schon wieder einen neuen haben? Der war doch neu gewesen. 700 und Stunden hat er schon wieder runter. Der geht jetzt auf 700, 718. Der 1000 muss er weg. Was ist das denn? Ist so. 1000 Stunden weg. Das alle, der Fanhändler da so mitmacht, 100 mehr. Jo. Naja, wir haben auch 20, über 20 Hütten laufen. Ja, aber trotzdem, der muss ihn ja kaufen und. Die kriegen die besser verkauft. Ja. Wie gesagt, wenn er wenig Stunden runter hat, geht er besser zu verkaufen, als wenn er nachher 3.000 oder 4.000 runter hat. Naja, gut. Und meine sind alle weg. Eine Woche später sind die alle weg. Oder teilweise haben die schon Kunden. Wenn ich die hinstelle, da hat eh mal schon einer rumgekrochen. Ah, den Krieger denn. Wie lange dauert noch? Kann ich morgen abholen? Hat er noch hingekickt, da war ich gerade noch beim bisschen was ausbauen. Ja, SIM-Karte und was, da wechsle ich gerne mal gleich da. Na gut, neuen Schlepper, da kostet natürlich auch Haufen Geld, ne? Das ist es ja. Wie gesagt, das läuft seit dem ersten Jahr, seitdem ich da bin, läuft das so. Guck mal, da steht er. Da schreibt er das und das stimmt nicht mehr auf. Kein Preisverlust und das ist nämlich das. Muss aber natürlich auch einen Händler haben, der das mitmacht, der denn die Karren immer gleich wieder unter den Mann bringt. Ne? Ja. Den immer hatte gehen, der hatte über 1000, da war schon. Aber bis jetzt geht. Aber der hatte ja auch schon, immer, wo ich den gekriegt habe, hat er schon fast 300 Stunden gehabt. Und jetzt hat er bald wieder 800. Ja, hier haben sie auch ein Angebot hier von dem Weg da oben dann. Ja. Ich weiß nicht, Weg, wie es nicht. Na, von rum, der aus MV, der IHG, ja. Genau, so heißt die. Oh, aus Petro da. Und da war auch einer. 87,40, also oben eine gute Ausstattung und 800 Stunden. Und er sagt, nee, der Kurve, der hat schon so viel Stunden runter. Ja, wie gesagt, irgendwo musst du gucken. Hat sich das um bei 800, aber wie gesagt, mein Waldrad ist ab 1500 auseinandergefallen. Da habe ich aber nachher einen Häcksler gekriegt, da bin ich nachher nur nach Häcksler gefahren und da war mein Trecker immer der, wo Hund und Kunst drauf gesessen haben. Ich glaube, der war in der 8740S, der hat immer permanent Feuer gekriegt, Gruppe, überall waren Flügen und so was alles. Der hat direkt, der Motor hat 3000 Stunden gemacht. Den hat er neu gekriegt. Ja, das ist halt das. Und Dirk, moin moin. Moin. Immer ab 1400. Ja. 1400 ist okay. Weggegangen. Ja, wie gesagt. So ähnlich habe ich das auch. Ich habe ja schon gesagt, ich will mal ihn mit Frontabwelle haben. Damit ich alleine mit ihm fahren kann. Das ist bestimmt geil. Mit unserem Mähen-Kombi mit 942 los. Das merkt ihr doch gar nicht. Fliegen ist schöner. Würde ich sagen. Das merkt er ja auch nicht. So ein bisschen, wenn wir Affengras mähen, ja. Ja, bei der KTG wurden die kaputt genudelt, bis zum geht nicht mehr. Das ist ja auch was ganz anderes. KTG ist ja auch nach WSIG, nach Russland gefahren und WSIG wohin. Habt ihr noch so ein anderes großes Ding bei dir, ne? Ja, so was ähnliches. Ja. Naja, wenn wir dann abhaben, dann kannst du mich zum Auto bringen. Mähst so quer durch am besten. Ja. Sagen wir, du musst nicht fangen. Ja, mach mal die Hecke hier noch ab. Kurz nach 6, wenn ich dann losfahre. 28 CMS. Ich hatte. Mein kleinen Sonnenkörper, guck mal, ist das stylisch, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was ich im Waldra hatte. Im Case hatte ich damals auch so ein Sieb. Und deswegen kenne ich ja die Sisu-Motoren schon. In Case früher waren Sisu-Maschinen ja auch drin. Ach so? Bis dann irgendwann Fiat der Case und die Holland aufgekauft hat. Und dann kamen nachher die FPT-Motoren rein. Und das sind ja Fiat-Motoren, vier eigene. Ist ja im Endeffekt, verbauen nachher alle ihre eigenen Motoren lieber.
Ja. Die KTG, die haben ja nur so eine. Aber bei Anklam soll er doch nur eine Biogas haben, oder Bengel davon, ne? Ja, dann haben sie. Das ist ja wieder so ein Hundswerk gewesen. Das war doch mit wie hieß die Firma? Stroh Express oder sowas? Das war doch auch schon so ein Abklatsch wieder. Ja. Da wollte er das schon wieder mit anfangen. Aber dann haben sie ruckzuck gecancelt, ja, das Ding. Da siehst du ja, wegen das mitgekriegt hab, hier Sturz Agrar Service gibt ja auch nicht mehr. Ist ja jetzt ganz ein Müller. Ach so? Jo. Heißt doch anders. Entweder hat das Kind nur einen anderen Namen gekriegt. Dann bin ich mir gewundert, da gibt im Netz ein Foto vom 1050 mit so grün, aber mit so dunkel-anthrazitfarbenen Felgen. Und eine Samsung-Tonne dahinter von Ding. Nee, jetzt muss erstmal nachhaken. Da ein ganzer Teil von meinen Klassenkameraden von meinen ehemaligen aus dem Müritzkreis kommen, Christa, Mama nachfahren. Glaubst du, sie erschrocken, der eine, das mal war von meinen Klassenkameraden, der arbeitet hier bei Agrarservice MVP. Da haben die Gülle gefahren bei dem einen Bauern, wo ich mit dem Maislege mit mal hinkam. Kriegt der eine, was bist du denn hier? Was ist ein Maislege? Aber wo war gerade? Ja, wo waren die nicht? Bei Berlin waren sie ja los, oder? Ja, die waren überall. Und dann gesehen, dass, ne, wo die überall um den Eck gekrochen sind. Ja, so oder so halt. Naja, wie gesagt, das ist ja jetzt ganz Müller-Agrar. Den ja früher auch mal Kuhboy gehabt, ne? Ja, zwei. Den hat er, soweit ich weiß, hat den. Hunluko hat den gekauft. Ja, Hunluko, ja. Als Ersatzteilspender. Mhm. Der hat bei uns auch gemäht, bei meinem alten Betrieb. Ja? Ah, Rosaflo, moin moin! Damit waren die bei uns mähen. 25 km/h. Sagen, früher haben sie mal erzählt, war der Oma hier zur Vorführung und haben gesagt, der war echt geil gewesen. Der Fahrer, der mochte das Ding, der hat den geliebt. Ja, so kann man das sehen. Ja, ja. Ganz Müller hat von Stotz gekauft. Naja, dann halt so. Aber im Endeffekt frage ich mich auch, warum. Wer der Bengel von Stotz, dann keinen Bock mehr auf den Dreck gehabt. Die waren, wie gesagt, die sind von dem Müritzkreis, die Stotzer, und der eine ist sogar mal gekommen, der hat bei uns Gülle gefahren, der kam oben von Schleswig-Holstein mit dem Fass. Na, aber wo ich das gesehen habe, ne, wie da mit dem Fan gefahren wird, da habe ich mir gedacht, na Alter, dass die Dinger nicht lange halten. Der hat mit 2000 Stunden hat der Schlepper einen neuen Triebsatz gekriegt. Ach. Mit einem PG25 hinterher. Der ist 65 gefahren und dann hat er Hebel nach hinten gezogen. Hat aber nicht viel gebremst dabei. Naja. Brauchst du dich nicht wundern, warum das nicht lange gehalten hat. Ich weiß gar nicht, wir haben jetzt unser Muffy, der ist jetzt über 10 Jahre alt. Was hat er erzählt? Was hat der Fahrer erzählt? Oder wie ist das an 10 Jahre alt? Hat er so wie 8000 Stunden? Und da kam jetzt der Triebsatz. Aber gut. 8000 geht so in Ordnung. Aber das Schlimme finde ich immer, ist ja, du merkst immer, wenn du pennen, so ein Steinberg, wenn du runter bist. Und ja. Die jaune. Ja, die weil, habe ich mal rausgefunden, Waldrad hat ja dasselbe Problem. Die haben einen Sensor nicht, den Fendt, und zwar einen Leerlaufsensor. Dadurch kriegen die nicht mit, wenn du den Fuß vom Pedal nimmst und schalten den Motor nicht in eine Leerlaufregelung. Das ist nur normalerweise so 50 Getriebe und die nimmst du immer mit dem Laptop dann runter auf 40. Achso, ja. Und dann jaut der off. Naja, aber das machen die auch so. Naja, bei 50er jaut aber nicht so toll. Kommt drauf an, was du für einen hast. Wenn du stufenlose Getriebe hast. Stufenlos, ja. Ja, denn die machen dann aber. Die deiner Getriebe hier, VT? Dann sagt der Arbeitskollege, sagt er geht runter mit 60. Das juckt ihm nicht. Tut ein paar Mal Error weg. Ja, ja. bei uns, bei Fendt ist das Geile, da kommt irgendwann der Polizist. Ab 67 oder ein bisschen mehr kommt irgendwann der Polizist. Hast du auf dem Display, hast du einen Bullen? Ja. Grimmel Güllefass kriegt dann hin, bergab. Brauchst Hebel nach rechts drücken. Aber jetzt ja auch nicht mehr. Die strosseln ja meine ganzen Tick. Kriegen die alle mit 60? Dann krieg ich der Vorarbeiter noch mit, wie? Der läuft 60. Nächster Durchsicht, komme ich holen wieder 50. Oh. Und ich habe ja meistens mal bei 50 Stunden die erste Durchsicht. So. Achso, Lehrling war auch gewesen hier bei uns. Der ist mit meinem Futter abgefahren. Hm? Ist auch mit gefahren und dann hat die Polizei angehalten, weil der verkehrt gemacht hat. Oh. So schnell gefahren, ja, also sie sind 62 gefahren, hat er gesagt.
wenn ihr Führerschein lieb ist, dann zeigt er nur 53 an. Nein, sagt er, hey, fahren mit 62. Wenn ihr Führerschein lieb ist, dann kann er kann ja hinterherfahren. Hat er denn eine Messung? Ja, dann wollen sie den Führerschein sehen und so was alles. Und dann hat er seinen Ausweis nebenbei gehabt. Muss ein anderer Kollege anhalten. Ist er denn der und der? Ja. Muss er sich trotzdem auch auf fünf Wache melden. Ja, genau. Haben sie bloß gesagt, das nächste Mal. Da kommt der böse Finger. Ja, ja, ich weiß. Da kommt der Polizist. Ach so, ja. Kann sich totlachen. Das hatte ich früher öfter gemacht. Ich bin besser nach Schleswig-Holstein hochgefahren mit Güllefass. Oder mit Miststreuer da arbeiten und so ein Kram. Das ist bei der alten Firma. Ich hab da auch so ein paar Dinger durch. 21 Stunden komplett durchgezogen. Morgens um 1 los mit dem Güllefass und abends um 22 Uhr habe ich das Ding wieder hingestellt. Du musst um 7 oben bei uns an die Biogasanlage sein. Schleswig-Holstein. Jo, ja, da kannst du aber. Da bin ich aber noch, was war denn da noch mit weit reingefahren, mit 55. Da bin ich ja noch länger gefahren, aber eine Stunde länger unterwegs wie mit dem Fett nachher. Das weiteste, was ich mal gefahren bin, war mal nach Jürgen mit mal gesehen. Da haben wir mal Fliegen davor. Die geilste Tour, die ich mal gemacht habe, war für unseren Landmaschinenhändler. Und zwar durfte ich hier in Schmarsow einen Fendt abholen. War eine Maschine von Amazon für Vorführung. Den bin ich gefahren nach Teterow hoch, in Teterow zum Amazon-Lager. Da wurde dann alles ausgebaut. Von Teterow bin ich nach Penzlin rübergefahren, habe mir dann Gruber angehängt und dann bin ich zur Firma wieder zurückgefahren. Den ganzen Tag durch MacPommy schlendert. Geile war, wo ich solo war, ging das 65 vollen Hammer. Der Gruber nachher ab 55 war dann nicht mehr zu halten auf der Straße. Nee. Kurz vergessen, ging nicht. Den leck mir am Arsch, diese Scheiße. Nee, das steht nirgendwo, aber der kommt. Da steht sogar ein Handbuch weiter. Ja? Ein Handbuch, das bleibt bei mir. Also wenn ich immer aus der Folie nehme, habe ich schon viel gemacht jetzt die letzten Jahre. Ich glaube, die ersten zwei Jahre hatte ich das viel draußen, aber die letzten Jahre, die bleiben original verpackt. Ja, ist aber das Gleiche. Mit nur das Servicebuch für draußen. Naja, jetzt wenn ich den One Key nachher, dann wird er doch was anderes. Naja. Dann muss ich bestimmt auch mal nachblättern, oder? Kollegen anrufen, die jetzt schon zwei Jahre fahren. Kriegt er einen Dreibildschirm oder was? Da kommt doch an, wenn man irgendwie ist, dass eine Vorbestellung gibt oder so, dann kann das sein. Aber ansonsten dann kriegen wir. Dann haben sie deinen bestellt. Hm? Dann haben sie deinen bestellt. Meine? Letztes Jahr schon, wa? Nee, dieses Jahr im Frühjahr. Wo sie mitgekriegt haben, dass ich an meine Stunden rankomme, dann stehen ja zwei Stücke. Ich habe ja letztes Mal gesehen schon. Hab ich ja schon ein Auge gemacht beim Händler. Wo wir bei der offiziellen Eröffnung davon im 700er waren. Da habe ich ja zwei stehen, naja, rum, nagelneue. Die sind wohl gerade erst vom Tieflader gerollt die Woche. Das wäre doch was für mich. Der Inhalt hat auf jeden Fall breite Dampfwalzen drauf, der hat sogar Reifendruckregelanlage original von Fendt drauf. Ja. Das wäre noch was, so zum Güllejuckeln. So zu teuer, sagen sie. Ja, ich weiß, was die kostet. Ich wollte die damals auch in meinen ersten Fendt, den ich mir selber zusammenstellen durfte, wollte ich die auch drin haben. Und? 20 Scheine mehr, ne? Ja, das hat mir gedacht. Und deswegen, da haben sie gesagt, nee, das brauchen wir nicht. Max, moin. Kennst du auch BPM, Max? BPM, Max, sagt mir jetzt nichts. BPM Agrar kennst du aber. Kennst du nicht? Das ist eine Marktlücke. Muss mal gucken heute. Marktlücke? Die machen echt gute Videos. Okay. Da bin ich. Der schneidet auch für Hannes zum Beispiel die Videos. Ja. Macht er jetzt für Dings doch jetzt auch, oder nicht? Was hat der auch für Jan jetzt die Videos schneidet? Stimmt, für Jan hat er jetzt ein paar, nicht alle, aber ein paar, glaube ich, hat irgendwie, ne? Jan hat da irgendwie gesucht, der Videos schneidet. Ja, da guckst du doof, wa? Der mit dem Abo-Mark. Ja. Das ist Manni, der Wenderfahrer. Wie hat denn der da gemacht? Ist der geflogen? Da schaut's ein bisschen, ne? Na. Der ist hier wo quer durch die Kolchose fahren oder was? Ach, das ist doch gleich hier wieder einer weg. Ich weiß nicht, ob er noch für Jan jetzt schneidet. Im Sommer soll er nicht schneiden. Schneidest du noch jetzt, Max? Ja, mach mal. Siehst, haben wir.
Ich bin zu blöd, ich hab noch nicht mal geschafft. Ich wollte letztes Mal auch wieder Videomaterial aufnehmen. Ich schaff das immer nicht. Die wollen ja nächstes Jahr vorbeikommen. Ich hab mir für meine scheiß GoPro habe ich mir ja extra das Akkupack mit dem Ladegerät gekauft. Ne? Ja. Deswegen, ich hab ja 3 Akkus für das Dreckding. Aber nächstes Jahr, wenn die Drohne da ist, dann sieht das anders aus. Dann werde ich auf jeden Fall unseren Hackenfritzen, die Hackenfritzen werde ich schön auf die Nüsse gehen. Wenn die schön mit ihren 3 km/h da langfahren auf den Acker, werde ich schön mit der Drohne da mal rumschwirren. Weg da irgendwo in der Nähe. Mit 3 km/h, das ist ja so langweilig. Ja, aber was machen die? Getreide hacken, Saatabstand, fast 25 cm und dazwischen fährt die Hacke umher. Ja, aber was machen bei 12 Meter? Das geht nicht anders. Ach, Werner hat was gegessen. Ja. Das mache ich nachher im Auto. Ab mal da auch noch liegen. Obwohl ich die Nachschub zu. Oh, Werner, das muss doch nicht sein. Aber ich steige eh gleich aus. Ihr seid mir gleich los. Ich kann mehr zu euch wieder vollquaken, weil ich für ein Vollidiot bin. Das mache ich doch nicht. Der furzt mir die Kabine voll. Doch, hab ich gerochen. Weil ich habe erst überlegt, ob ich mir noch. Ich habe noch eine neue Arbeitshose auf Arbeit liegen. Habe ich jetzt gedacht. Ich denk, ziehst du dir noch eine neue an? Pullover und alles habe ich ja neu angezogen gestern, weil die waren dreckig. Oh, gib mal da runter. Ning, 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 ning. Nur aber schnell. Alte Zicke. Deswegen sind hier auch überall die Löcher. Ach, da geht doch hin. Ich hätte den Schwanz genommen, der hätte mir einen Spiegel hier hängen. Hör auf. Das sind immer so eine Sachen, die sieht man dann, die sieht der Stream nicht. Nee, ich hab letztes Mal auch, da ist vor mir im Mais ein Marderhund lang gelaufen. Oh, hast du den gekriegt? Nee. Das so, ja, nee. Gut. Unser Hexerfahrer macht auch mal gerne mal so eine kleine Jagd. Ich mag ihn mit dem Murcher erwischt. Ja. Ja. Ein bisschen ungünstig. Nee, ach so, deswegen wird nicht gewucht. Wie? Werner, jetzt sag mir nicht, du guckst auf den Fernseher. Nicht das lese? Das Sofa ist noch neu. Oder hat er gerne schon öfter gehört hier? Das Sofa ist neu oder was? Nee. Dann irgendwelche, das auf dem so einen Stream hier auf dem Fernseher kicken. Alter, das ist ja wirklich dann, als wenn er daneben sitzt. Das Beste war mal gewesen, da war ich mal. Kennst du Hell is Silence? Sag mir was, ja. Und der Wurm, der die Gemeinde Rade da. Oh. Ja. Wir waren irgendwo mal auf so einer Konferenz oder so, und da haben wir mal Alice Heinz mal ein Bild geschickt, dabei auch gerade live gewesen. Da haben wir auf so einem riesengroßen Leinwand geguckt. Ich sag, ihr seid doch verrückt. Geil. Ich weiß nicht, was das da ging. Ich hatte letztes Jahr im Winter, da habe ich Futter gefahren mit dem Trecker und da habe ich Streamlaufen gehabt. Aber noch hier mit Tele, also mit der alten Kamera noch, aber auch schon mit dem Laptop? Nee, bloß mit Handys. Aber mit dem Router schon. Und da hatte ich das Laufen. Und dann, kamen da auf immer 300 Leute drin. Ich sag, wo kommen die 300 Leute her? Ohne Raid, ohne alles. Hm? Ich denk, wo kommen die denn her? Ich erst mal nachgefragt. Und Einziger hat auch zurückgeschrieben. Da hat mein Link irgendeiner in so eine Studentengruppe reingeschickt. Und dann sind die ganzen Studenten auf den Link gegangen. Naja. Ich sag, alles klar. Und einen Tag später habe ich dann nochmal ein Raid, da habe ich aber ein Raid gekriegt und danach hatte ich meinen Affiliate-Status. Mhm. Aber. Hast mich gerade auf eine Idee gebracht. Ja, da haben wir es wieder. Ich hab das mal, ich weiß gar nicht, wer das war. War das sogar hier Agrarservice Ostvorpommern? Aber den habe ich doch schon mal gesehen auf dem Fernsehen. Hat der Kleine dann zu geguckt, hat mir mal ein Bild geschickt. Das kann sein. Beim Düngerstreuen oder so. Warum auch nicht? Jo. Wow. Kannst du dein nachher auf die langen Enden kannst du das Red Bull auch ganz in Ruhe trinken. Da kann man, ja, das macht bei mir, ne? Aber es gibt immer so schöne Löcher. Hier schläfst du so schnell nicht in. Oder wo die Überschwemmung ist. Ja, das wird aber gut, dann mähst du so hoch, aber da wird das Ende dann halt schlimmer. Und hier kommt was zu treiben.
wollte mal sagen, irgendwie, da war irgendeiner, ich weiß aber, der war aber auch schon länger nicht mehr im Chat, der hat geschrieben, ich sitze gerade bei meinen Kumpels im Garten, hab einen Fernseher laufen, wir gucken jetzt erstmal beim Stream zu. Ich sag, alles klar. Und dann hat viel Spaß gewünscht. Wir haben nur schön Bierchen und dann am Wochenende gesessen. Boah, sehr zu beneiden, ne? Ja, ja. Die fanden das auch gut, aber der war schon länger, das war im Frühjahr. Ich habe auch ganz, ganz viele Gesichter, die im Frühjahr da waren, die siehst du jetzt gar nicht oder selten. Ja, es gibt immer die immer da sind, ne, sag ich jetzt mal, die täglich siehst du mal hier, die siehst du dann immer ja wieder. Jetzt, deswegen habe ich ja vorhin geschrieben, ich bin ja immer froh, wenn ich meine 30 habe. Das sind meine 30 Stammzuschauer, die immer da sind. Ja. So in die Drehe kannst du das sehen. So, jetzt mähen wir noch einen Begrenzungspfeiler um. Gibt mir noch so einen Spaß. Aber die halten eh nicht viel aus. Public Viewing. Weißt du, wie das bei uns in der Gegend aussieht? Stehen alle schief und haben schwarze Streifen. Wenn wir auf so eine Straße mit unseren Anhängern kommen, mit die Teppe, kannst du vergessen. Da kommst du nicht aneinander vorbei. Da muss immer einer Platz machen. Ha, Tom, moin moin. Public Viewing, ja. PGI Pauli, guck mal, bei dir wird das sogar groß angezeigt. Das wird bei mir gar nicht gemacht. Das ist neu jetzt. Ja. Ja, habe ich aber nur auf dem Laptop. Auf dem Tablet habe ich das nicht. Nee? Nee. Aber kann... Was? Ja, möglich ist das. Na gut, bei mir mal, ich bin ja über den Browser drin. Ja, nee, habe ich ja nicht. Nee, du bist ja über der App, ne? Ja. Fahren wir immer runter und dann... Oh. Dann lass ich euch in Ruhe, dann könnt ihr lästern. Ach, nein. Ich kann nicht lästern. Achso, und Paul, dein Brand Follow, ne? Was ist denn das jetzt gesehen? Da oben. Auch nicht so wie du hier, also so ganz groß hier. Ja, reicht das so aus? Ja, nee, ich hab ja dadurch, dass ich das auf der App auf hab, habe ich ja oben Aktivitätsfeed und darunter den Chat. Ich brauche das ja gar nicht. Nee, klickst du das immer hier, dann halt mir so ja. Angewöhnt. Ja, gut, dann musst du das immer vom Bot her. Wenn der Bot was schreibt, musst du danach kicken, dann geht das auch. Ja. Aber ey, fall doch noch, ich flieg doch noch an eine Scheibe. Das finde ich am geilsten hier. Wofür ist denn das? Dass du gucken kannst. Zum Rasieren oder was? Wer hinter dir ist. Ja. Naja, die anderen Fliegen klatschen da draußen, kannst du ja auch nicht als Spiegel werden. Ja. Ich finde es schlecht, du kannst ja noch den Chef abholen, was geschrieben. Ja, noch hab ich Internet, aber das wird ja mal schlechter, umso weiter ich nach Hause komme. Das darf ich nicht. Trecker zu groß. Geht der Mulcher kaputt? Ja. Ja, mit einem 6 Meter Mulcher mit meiner Hütte. Die wird dahin fragen. Ich krieg ja den 860 von Torf. Ja. Vorne mit Front und Heck oder nur hinten? Kannst rein theoretisch kannst du wieder. Mama mia, weil du ja eine Frontsabwelle hast. Genau. Aber den kannst du auch hinten noch hinhalten. Würde auch funktionieren. Ja, so ein Ding hatten die bei uns damals, so eine Dreierkombi für hinten, haben sie aber nachher abgegeben und haben jetzt einen 6 Meter zum Auseinanderklappen. Das Geile ist, mit einem Spezial, der hat noch einen kleinen Mulcherät dahinter laufen und zwar in der Mitte, wo die zusammenstehen, sonst bleibt da immer ein Streifen. Ja, da hängt extra noch so ein kleiner Mulcher hinter, so mit Hydraulikantrieb. Der mulcht selbst den Streifen weg. Da bleibt nichts stehen. Jan OG. Will er nicht. Oh, wie schön ruhig der sein kann. Der Straßenmodus jetzt. Der ist auch relativ ruhig. Jo, mehr Umdrehung macht der ja nicht. 1600, so wie meiner, aber das macht mein Trecker nur. Ja, ja. Auch mit Last. Denn der neue soll ja wohl, neue BKM soll auch so ruhig sein. Ja, naja, wir müssen ja was machen. Jetzt kauft den Mist keiner. Ich sag dir so wie das, so wie du mal sagst, Motor und Getriebe ist das eine. Auf Fahrkomfort wird leider Gottes heutzutage auch sehr, sehr viel Wert gelegt. Das ist so. Und wenn du einen Trecker hast, der mies ist, auch von der Qualität her und von der Verarbeitung her, da keiner gerne drinnen sitzt, verkaufst du die auch nicht? Das ist so, ja. Oh, dann kannst du die Pissecke hier in der Glab mähen. Nee, mach da hinten weiter und dann.
Naja, du bist jetzt erstmal ein bisschen entspannt, ne? Lange Ende. Ein bisschen entspannt, ja. Da muss ich noch die GoPro wieder umstellen wegen Licht. Ja. Was krieg ich grad? Halt, halt, halt! Was hat Werner schon wieder? Ein bisschen ruppig. Robert kriegt gerade einen Geschwindigkeitsbonus. Nee, bestimmt also, nicht, Werner. Das ist viel zu langsam für ihn. Wie? Nee, nee, ich hab auch bloß 50. So, ja, Torfnasen, jetzt könnt ihr mal hier mit Merzi alleine quatschen. Genau, gut, dann habt schon Dank für deinen Besuch, ne? Ja. War nett gewesen. Dann kommt ihr nächste Oma mal wieder besuchen. Bestimmt. Bin ja bestimmt mal wieder da hinten in der Ecke unterwegs. Ja, wenn ich mal wieder in Polen bin. Hat ist auf dicht Weg dran, gelegt. Ja. Ist dicht dran, ja. Dann hat er nur noch zu tun. 2 Stunden 1, so lange noch nur. Ich war zu langsam. 19, 2, mal gucken, ob das schafft. Jetzt, ich krieg noch mal ein SO von ja, Christian. Das ist so. Leute, dann wünsche genau. Ich euch einen schönen Abend, ne? Ja. Nervt Merzi nicht so und. Weiß deine Energy nicht. Ja, eins nehme ich mir mit. Für ja. Autofahrt jetzt. Mann. Ja. Hab das Tuch rausgeworfen. Hab schon Dank für deine Energy, ne? Und dann komm gut nach Hause, ne? Ja. Ich muss jetzt noch raten hier. Ich muss noch mit dem Hund raus. Oh. Siehst du? Deswegen muss ich ja nach Hause. Ach so. Ach so, gut, hau rein. Wenn ja hauen. Ach, war das schön. Kann die Kamera wieder umdrehen? War doch nett gewesen mit Robert in der Chat. Auf jeden Fall mal was anderes, habt ihr recht. Auf jeden Fall.